So, da sind wir auch schnell wieder zurück. Wir müssen nämlich hier mit dem Dutch reden. Der ist schon ganz nervös. Ich habe mich eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Von mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich funk dich an, sobald du dich orientiert hast. Okay, wir können eine Pistole nehmen und uns orientieren. Erstmal aus hier mit der Mucke. Stört er beim Reden? Ich verstehe den kaum. Das ist unsere fette Knarre von vorhin. Halte Q gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Wähle die gewünschte Waffe mit links, rechts, oben, unten aus und lasse Q los. Oder drücke linke Maustaste und dann oben findest du Waffen und Seitenwaffen, unten Wurfgeschosse, Nahkampfwaffen. Nahkampfwaffen, Wurfgeschosse bieten eine tiefergehende Auswahl. Alles klar, testen wir einfach mal. Vorsichtig da draußen. Es wimmelt von Peggys. Diese Wichser sind bereit, für ihren Psychopathen von einem Anführer zu sterben. Okay. Verlasse den Bunker. Das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Ach, ab hier können wir auch die Pistole nehmen. Dann kann ich. Ah, hier, guck mal. Waffenslot 2 und 3 muss ich erst freischalten. Das oben sieht aus wie eine andere Munitionsart. Nahkampfwaffe. Rohr, Schaufel oder die Faust. Fernzündung, Sprengstoff. Kann ich da unten wechseln? Haben wir aber alles nicht. Wurfmesser haben wir auch keine. Granaten haben wir auch keine. Nahkampfwaffe haben wir eine. Und mit der Pistole haben wir 6. Ne, 38 Schuss. Das ist doch schon mal ein Anfang. Damit kann man zumindest 38 Leute töten, wenn man den Kopf trifft. Keep the door closed. Okay, klar, machen wir. Ich werde noch so oft irgendwo gegenschlagen, weil ich es eigentlich benutzen will. Jetzt hör mal zu. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Was ist das? Du hast im Grunde 4 Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf dieser Insel haben sie 2 verdammte Schreine gebaut. Klingt gut. Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Klingt gut. Also ich bin erstmal für Rettezivilisten und Sektenbesitz. Aber wir gucken einfach mal, was sich noch alles hier ergibt. Nehmen. Stachellattich. Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? Dutch out. Okay, Richtung Süden. Ja, M ist wahrscheinlich Map. Jo. Im Süden der Insel. Sektenschrein ist hier direkt hinter uns. Wir starten auf dieser Insel hier. Gucken wir mal, wie groß die Map ist. Okay. Dutchs Region. Irgendwie ist die Steuerung gerade der Karte noch ein bisschen schwammig. Ah ne, ich habe nur diesen Bereich hier. Diesen Kreis. Okay. Wahrscheinlich wird es dann nachher größer. Da hinten ist ein Sektenschrein. Ja, soll ich den mal direkt platt machen? Eigentlich ja, ne? Das haben wir auch große Verlieren. Wir gehen direkt hier voll ins Ganze und gehen mal zu diesem Sektenschrein. Meter entfernt. 30 Meter.
Okay, da laufen wie viele Soldaten rum? Eins, zwei. Ah, das ist so strange, wenn man vorher Assassin's Creed gespielt hat. Jetzt habe ich nämlich immer den Drang, den Zeno zu rufen und das Gebiet zu scouten. Aber so sehe ich die ja gar nicht. Jetzt muss ich echt beobachten, was die so machen. Überragend. Überragend. Warum muss der denn jetzt da hingehen, der Typ? Oh, guckt euch mal das Wasser an, ey. Das sieht so geil aus. Ah, sieht das geil aus. Das sind drei. Okay, hier ist einer. Weißt du was? Oh, nice. Zack. Alle nicht mitbekommen. Nein, nein, nein. Klettern. Und nehmen. Jawohl, erstmal eine dicke Wumme hier. Was hatte der hier? Annäherungssprengstoff und MP-Munition. Pistolenmuni. Verschluss. Nitro. Ah, okay, wir können uns die Bomben wahrscheinlich selber zusammenbauen. Ein Crafting-System. Wurfgeschosse. Rüste ein Wurfgeschoss über das Waffenrad aus, indem du Q gedrückt hältst. Aha. Drücke Mausrad, um es zu werfen. Okay. Halte gedrückt, um das Wurfgeschoss abzukochen. Du findest Wurfgeschoss und Sprengstoff bei Leichen oder in Containern. Aha, abzukochen. Was meinen die damit? Hab ich jetzt genommen, ne? Ja. Und plündern. Und eine Schaufel war da dran. Geil. So, dann gucke ich mal eben. Wurfgeschoss. Annäherungssprengstoff habe ich. Ein hochempfindliches Gerät, das explodiert, sobald der Gegner in Reichweite ist. Befindet sich zurzeit in Therapie. Befindet sich in Therapie? Aber ich habe noch gar keinen Wurfgeschoss. Okay, da strömt irgendwas raus. Ich denke, ich werde mal drauf schießen. Ein Schrein zerstört. Ja! Unser erster Schrein. Ih, was bröselt denn hier rum? Die ganze Asche. Und Steine. Gibt's denn irgendwas drin, irgendwie zum Looten oder so? Loot, 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 loot. Direkt im Loot-Modus hier. Loot, loot, loot. Nee. Ist nichts, okay. Der hat gesagt, wir sollen das Gebiet nach Süden erstmal erkunden. Aber hier können wir auch erstmal hingehen. Einfach mal am Wasser entlang gucken, was da gibt. Und dann gehen wir Richtung Süden. Ah, Open-World-Spiele sind schon immer was Faszinierendes, ne? Man kann überall hingehen. Überall. Die Welt ist offen. Ist ja fast wie in echt. Hier ist nämlich die Forest Research Station. Guck mal an. Klingt auch schon wieder nach... Nach Gegen... Oh, ich konnte ja was aufheben. Waldforschungsstation entdeckt. Und was war jetzt hier? Ach, diese Pflanze. Flip. Den Stachellattich. Ach Gott. Hoffentlich haben wir unbegrenztes Inventar. Den ganzen Scheiß, den ich mal so gerne mitnehme, nachher wieder irgendwie 100.000 mal 100.000-fach habe, dann wird es echt schwierig. Pistolenmunition 5. Und Verschluss. Kann man hier aufs Dach klettern? Ich muss ja alles ausprobieren hier am Anfang. Die Tür geht schon mal auf und hier ist ein kleiner Brief. Sektenschrein, die Ernte hat begonnen. Der Vater hat uns aufgetragen, diese Schreine in der ganzen Region aufzubauen, um sein Wort zu verbreiten. Sobald sie errichtet sind, werden die Sünder versuchen, sie zu schänden. Haben wir geschafft. Deshalb müssen wir sie um jeden Preis verteidigen. Wir stellen diese Schreine auf, damit die Weisheit des Vaters hier Wurzeln schlagen und wachsen kann. Okay. Auf der Karte öffnen. Ach, da unten ist auch noch einer. Der zweite dann. Der hat ja gesagt, auf dieser Insel gibt es zwei Stück. Und da unten sieht man auch unten rechts, dass wir Widerstandspunkte sammeln in jeder der Regionen. Das hier ist ja diese Insel Dutch-Region. Da werden wir natürlich versuchen, direkt die 2100 Punkte zu kriegen, falls das möglich ist. Was haben wir denn noch hier im Menü? Logbuch? Story-Mission, okay. Triff Dutch und halt einen Lagebericht, haben wir gemacht. Dutch-Insel. Stärke den Widerstand, den du Geisel befreist, Bauwerke der Säcke zerstörst, Mission abschließen, Außenposten oberst. Ja, das werden wir machen, da sind wir gerade bei. Noch haben wir keine Nebenmissionen, das ist auch gut so, weil sonst würde ich durchdrehen. Wir werden wahrscheinlich eh wieder 1000 Nebenmissionen haben. Prepper-Versteck, keine Mission angenommen. Was haben wir hier? Inventar. Ach, guck an, da sehen wir, was wir alles so haben. Und Wurfgeschossen, Rauchgranaten, Granaten, Wurfmesser, Köder, Dynamit, Molotow. Und was man noch alles so später an Nettes kriegen kann. Homöopathika, Blissöl und Stechapfel, schneller werden. Verringert den erlittenen Schaden, okay, also...
wird einiges geben hier. Komponenten, die wir dafür brauchen. Spezialmuni, panzerbrechende Brandpfeile. Ja, nice. Okay. Charakteranpassung. Da können wir zwischendurch noch unser Outfit wechseln. Okay, wird aber auch nicht angezeigt, ne, was man hier so direkt nehmen kann. Hier kann ich wahrscheinlich die Zutaten. Was? Habe ich jetzt 74 Dollar bekommen oder bezahlt? Was habe ich jetzt getan? Ich habe nur drauf geklickt. Hä? Okay, haben wir gelesen. Hier gibt es anscheinend nichts zu holen. Gehen wir nach draußen. Hüpp. Ja, gibt's denn hier irgendwas? Entschuldigung, ich am Anfang immer so hier rumlaufe, aber man weiß ja nie, wo sich der gute Loot versteckt. No fishing in Marina, also hier darf man nicht fischen. Stimmt, ich habe gelesen, im Spiel kann man hier angeln und mit dem Angeln eigentlich recht gut Geld verdienen. Achso, ich dachte, das wäre eine Hütte, wo man rein könnte. Kann ich nicht, okay. Ja, das heißt, früher oder später werden wir mal eine Runde fischen. Warum nicht? Auch mal eine Folge lang Fishing Action oder so. Kann ich nicht öffnen, den Werkzeugkasten da? Okay. Das ist unser selbstgesetztes Ziel. Dann werde ich jetzt den nächsten Schrein holen. Direkt markieren. Und mich in die Richtung begeben. Kann ich hochspringen? Ach, guck mal, ein Seil. Kann man was machen? Nee. Der nächste Schrein ist 100 Meter weit entfernt. Ausdauer scheinbar anscheinend genug zu haben. Oder gibt es eine Ausdaueranzeige? Weiß ich gar nicht. Scheinbar nicht. Okay. Achso, er geht direkt, wenn wir laufen, in Deckung. Okay. Der hätte uns fast gesehen. Haben wir kurz gesehen an dem weißen Balken da. Scheiße, da oben ist einer. Oh, fuck, 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 fuck. Nein! Wo ist der? Ich bin nicht hier. Oh, der Schrein ist schon mal zerstört. Ich weiß nicht, ob ich jemanden damit mitzerstört habe. Ja, mache ich gleich. Ich muss nur gerade mal eben hier die Leute töten. Das war ein Heli. Nice. Sind die anderen tot jetzt? Habe ich die mit der Explosion mitgekillt? Das wäre ja perfekt. Den habe ich erschossen. Okay. Ja, blöd, dass sie mich entdeckt haben. Aber naja, passiert. Bisschen Schwund ist immer, aber der zweite Schrein wurde schon zerstört jetzt. Läuft doch für uns. Jetzt haben wir gerade quasi die Nebenmission noch bekommen von unserem Dutch, der da hinten rumschreit. Warte mal, Slot 1. Ah. Das ist die gute MP-Muni. Da haben wir nicht mehr so viel. Aber das waren doch... War das nicht drei Leute? Waren das nur zwei? Oder habe ich hier irgendeine Leiche übersehen? Naja, scheinbar. Da liegt auch noch was. Was ist das? Ersthilfe ist... Ach, guck mal, die sammelt ja auch automatisch ein. Braucht man nur drüber laufen. Begib dich zum Anlageleger. Angelanleger. Der Anlageanleger. Zum Angelanleger, ja. Hilfe auf Abruf. Dann gehen wir mal schnell retten. Wir gerade versuchen, jemanden zu entführen. Rette. Okay, jetzt muss ich gucken. Habe ich. Bam. Ha, bin ich geil. Bin ich geil, Leute. Was? So. Granaten und MP-Munition. 6 Stück. Ist eh die Frage, wie knapp das hier auch mit Muni ist. Ich glaube nicht, dass ich so viel... Schnell und leise. Ja.
sich dem Plündern. Vielen Dank, der Bitte. Ein Soldat, Dave Madison. Den kann ich anheuern. Kommt ihr damit mit? Ich kämpfe an deiner Seite. Okay. Finde ich gut. Hey, Deputy. Ja? Jetzt, wo du in Begleitung bist, solltet ihr zwei euch mal auf den Weg zur Waldforschungsstation machen. Da wimmelt es von Kultisten. So, da war ich doch schon. Das ist eine Art Depot für ihr verdammtes Bliss. Schaltet sie aus und zeigt ihnen, dass wir uns nicht mehr rumschubsen lassen. Okay, aber da war ich doch gerade. Da war doch keiner. Diese spawnenden Sektenmitglieder. Unterwegs. Drücke G, um eine Hilfe auf Abruf zu einem bestimmten Ort zu bewegen. Drücke G, um deiner Hilfe auf Abruf zu befehlen, den anvisierten Gegner anzugreifen. Solange deine Hilfe auf Abruf nicht entdeckt wurde, versucht sie unentdeckt zu bleiben. Ja, das ist okay. Dann kann ich erstmal den Rest ausschalten, dann kann ich ihn immer noch holen. Achtung, böse Jungs. Ja. Warte mal. Scheiße. Okay. Nicht so ganz geklappt, da sind ein paar mehr. Oh Gott. Ich muss in Deckung bleiben. Okay, also Schüsse. Was tut er? Alter, ist der irre? Okay, haben wir geschafft. Was zur Hölle hat der gemacht, ey? Geronimo und Rainer. Geil. Cooler Typ, ey. Sowas von. Wenn du schon mal da bist, sieh dich um, ob es noch Überlebende gibt. Oh, wir waren doch schon hier. Hier war nichts. Ach, guck mal. Oh, guck mal, ganz viel Munition. Geil. Also entweder ist die gerade auch gespawnt oder ich habe die beim ersten Mal nicht gesehen. Na, auf jeden Fall gut, dass wir nochmal hier waren. Raketenwerfermunition, Schrotgewehrmunition, LMG, MP. Krass. Hallo. Bitte hilf mir. Okay. Echt jetzt? Vielen Dank. Ja, kein Problem. Gerne wieder. Alles okay? Die Sekte treibt dich schon seit Wochen auf der Insel herum. Sieht so aus, als wollten sie eine Operationsbasis in dieser alten Ranger-Station einrichten. Die Ranger-Station, Sektenaußenposten. Halte gedrückt und verfolgen. Okay. Befreie den Sektenaußenposten. Ist der auch hier auf der Insel? Jawohl. 304 Meter. Ja, ist alles noch so ein bisschen Tutorial, damit wir sehen, was wir hier alles so machen können, bevor es dann in die weite Welt geht, von der Insel runter. Ja, wunderbar. Haben wir schon unsere ersten kleinen Nebenquests hier erfüllt. Und befreien als nächstes den Sektenaußenposten. Das Ganze machen wir dann wie gewohnt, wie geplant, wie sonst auch, wie bekannt, in der nächsten Folge. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis denne. Ciao, ciao.